wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Was haben wir denn jetzt gemacht? Narben zu sammeln auf jeden Fall schon mal. Alexa schaltet sich im Arbeitszimmer auf 50. Nee, es ist live. Das ist kein altes Video. Ich streame grundsätzlich keine alten Videos, oder außer ich kommentiere sie. Ich nehme Fanpakete von Fans an, ja. Vorausgesetzt, sie sind auch als solche zu erkennen, wenn ich sie per Post bekomme. Ich nehme nichts an, was aussieht, als würde es von der Firma kommen. Also sprich handgeschriebene Adresse und Pakete, wo man sieht, dass es auch von einer Privatperson kommt. Außer Amazon, wo man auf meiner Wunschliste sehen kann. Ist echt noch dunkel, ne? Alexa schaltet das Licht im Arbeitszimmer auf 75. Ich hoffe, jetzt sieht man ein bisschen besser. Die Sache ist, es ist mittlerweile ja andere Beleuchtung, weil ich mittlerweile ja anders sitze. Wenn du zu mir nach Hause kommst, kann es höchstens passieren, dass ich die Polizei rufe. Ich möchte keine Besuche. Mein Haus ist die einzige Privatsphäre, die ich in meinem Leben noch habe und die möchte ich auch nicht aufgeben müssen. Für nichts und für niemanden. Und wer das nicht verstehen kann, dem kann ich leider nicht helfen. Ich hab dich Sieb gelesen, denk mir gerade, was? Ein Sieb bin ich aber nicht. Aber da stand Lieb. Ich hab, glaube ich, echt einen Knick in der Optik. Kannst du meinen Link posten? Link wozu? Zu meinem Discord? Wenn du abonniert hast dann und dein Discord verknüpft hast, dann sollte das eigentlich automatisch gehen und ich verknüpfe keine Links. Ich habe gestern mal kurz offen gehabt und ich habe am Anfang mal offen gehabt, aber da kommen mir immer zu viele Deppen nahe. Wenn ich da jetzt aufmache für dich, dann rennen da wieder tausend andere Leute rum. Das will ich nicht. Leute, es gibt viele, haben gar kein Problem damit, in den Discord zu kommen, wenn sie abonniert haben. Nur ein paar meckern rum. Also erzählt mir, dass ich mich nicht auskenne, wenn ihr es selber nicht hinkriegt. Ich habe alles richtig eingestellt. Und selbst wenn ich einen Mod einstellen würde, der würde sich auch nicht besser auskennen als ich, weil ein Mod oder eine, können eine bessere Sachen machen, weil ich der Einzige bin, der das Zeug einstellen kann. Und alle anderen haben ja auch kein Problem damit. Nur ein paar wenige Einzelne müssen wieder rummeckern. Ich habe dich abonniert, brauche aber keinen Discord. Du musst auf dem Discord ja nicht draufgehen. Du kannst draufgehen, das ist freiwillig. Das ist natürlich niemand ist natürlich dazu verpflichtet. Das ist jedem selbst überlassen. Außerdem auf dem Discord sind sowieso zu viele Idioten zum Teil. Menschen, die wieder nicht wissen, wo ihr Platz ist. Gute Nacht. Alles klar, für alle, die schlafen gehen, gute Nacht. Ich dachte, morgen ist Feiertag, deswegen können wir um die Uhrzeit locker streamen, aber ich verstehe nicht, warum manche damit überhaupt so ein Problem haben. Wenn ihr abonniert und euren Kanal, mit dem ihr abonniert habt, mit Discord verknüpft habt und euren Discord neu startet, dann solltet ihr eine Meldung bekommen und daraufhin solltet ihr auf den Discord kommen. Es sei denn, ihr seid gebannt worden, irgendwann mal aus irgendeinem Grund. Wenn ihr natürlich mal gebannt wurde, dann ist es was anderes. Aber dann kann ich mir auch nicht helfen. Wenn ich auf dem Mond bin, werde ich mal den Charakter wechseln. Du wirst doch wohl in deine Einstellungen von Discord gehen können und deinen Account mit YouTube verknüpfen. Spiel mal bessere Spiele. Da drüben ist die Tür. Borderlands ist eines der besten Spiele überhaupt, Junge. Nur weil es dir nicht gefällt, heißt es nicht, dass es anderen nicht gefallen darf. Wenn du mir jetzt mit Fußballspielen kommst, ne? Und mir erzählen willst, dass die besser sind als Borderlands. Junge. Ich weiß nicht, was du geraucht hast, Alter. Normalerweise widerspricht es meiner Ethik sowieso, an Shooter am Vorzug zu geben vor anderen Games. Aber ganz ehrlich, bevor ich irgendwelche Fußballspiele zocke, ja? Ohne Scheiß, da gebe ich jedem noch so schlechten Shooter ein Vording. Und man kann ja dann mal über Borderlands sagen, dass es ein schlechter Shooter ist. Das ist ein verdammt guter Shooter sogar. Mach mal eine Roomtour. Da vorne ist der Fernseher, hinter mir ist die Wand, hier ist das Sofa, das war's. Leute, ernsthaft, könnt ihr euch nicht immer als Abonnenten richtig benehmen? Manchmal frage ich mich ernsthaft, was das immer soll. Was sollte eigentlich meinen, dass die Menschen sich ein wenig besser verhalten? Ja, man kann durchaus mal mit mir auch rechnen, dass ich mal in den Serverräumen bin. Bisher war allerdings irgendwie immer, wenn ich drinnen war, keiner drinnen. Oder die Leute, die drinnen waren, wenn ich reingegangen bin, die haben nicht geredet. Also bislang, jedes Mal, wenn ich im Mitgliederraum war, ist es aus irgendeinem unerfindlichen Grund so gewesen, dass nichts gegangen ist. Was ich auch immer irgendwie merkwürdig finde. Auf der einen Seite wollen immer alle mit mir reden. Dann gehe ich rein, bin 10 Minuten, eine halbe Stunde drinnen. Ja, keine Sau reagiert. Oder ich bin eine Stunde drinnen, während ich nebenbei irgendwas anderes mache. Und es ist kein Schwein da und kommt auch kein Schwein. Das ist doch kein Gehate, nur weil... Was? Das ist doch kein Gehate, nur weil du zu dumm bist,
um den richtigen einzustellen. Okay, weißt du was? Von uns beiden bist wahrscheinlich du der Dumme. Weil der Server ist richtig eingestellt. Ich habe es gerade wortwörtlich gesagt, dass es mehrere Leute auf dem Server gibt, die da ohne Probleme draufkommen. Nur weil du nicht in der Lage bist, es zu machen, heißt es noch lange nicht, dass das falsch eingestellt ist. Das heißt wohl eher, dass du dich nicht auskennst mit dem Zeug, was ich dir tausendmal erklärt habe gerade. So, solche Leute wie du haben mir nichts zu suchen. Außerdem lasse ich mich von so jemandem nicht beleidigen. Kannst du vielleicht Discord-Zeiten für Stream für Mitglieder machen? Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, tatsächlich, um das auf die, um zu gucken wegen den Listen und so. Da muss ich ja mal gucken. So, ich denke, wir werden auch den Stream dann bald beenden. Wenn ihr das mit diesem Gespamme nicht lasst, dann muss ich euch entfernen. Außerdem lasse ich mich nicht zu irgendwas zwingen. Ich entscheide immer noch. Über mein Leben entscheidet keiner außer mir. Also das lasse ich auch nicht zu. Abgesehen davon. Und wenn ich beschließe, feste Discord-Zeiten zu machen, dann mache ich das auch. Das hat dann nichts mit eurer Abstimmung zu tun. Ich mag sowas nicht. Wenn mich jemand in irgendwas zwingen will. Antike Entspannungsübungen. Sterbt ihr Bastarde, alles klar. Nicht unbedingt die Entspannungsübungen, die ich machen würde. Andererseits ein paar Hater klatschen. Kommt immer gut. Hast du denn heute noch vor? Ach, ich will noch ein wenig an meinen Büchern weiterschreiben. Ich habe wieder angefangen, an meinem einen Buch weiterzuschreiben, wo ich mehrere Kurzgeschichten schreibe. Und ein paar andere Sachen auch noch. Und ich wollte auch noch was für einen Gaming-Kanal machen. Ein Videochat. Ich mache bestimmt keinen Videochat mit irgendjemandem. So, jetzt aber. Ich kann euch noch nicht versprechen, wann ich das nächste Mal streamen werde. Das muss ich noch überlegen. Aber ich werde versuchen, es möglichst dieses Mal nicht ganz so lange warten, dauern zu lassen. Wie beim letzten Mal, weil das Problem war beim letzten Mal einfach, dass es viel zu lange gedauert hat. Und ich möchte schon schauen, dass ich regelmäßiger streame als beim letzten Mal wieder. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich habe es beim nächsten Videostream Gedönsgetue gemacht und ich weiß nicht, was noch alle wieder mit dabei. Für die Leute, die abonniert haben und Mitglied sind, für diejenigen unter euch, die nicht so blöd sind, das richtig einzustellen. Und ich gehe davon aus, dass es das normalerweise jeder ist. Ja, weil das, was die Hater dann wieder abziehen, ist einfach mal wieder typisch. Die wollen einfach nur wieder dafür sorgen, dass die Leute nicht abonnieren, dass die Leute nicht in den Discord kommen, damit keine Leute, die vernünftig sind, da reinkommen. Ich gehe davon aus, dass jeder, der das versuchen will, da reinzukommen, durchs Abonnieren auch reinkommt. Weil das ist eine Sache, die ist absolut uninteressant, oder unspektakulär einfach. Regelmäßige Streams wird es erst einmal nicht geben, zumindest nicht bis Ende des Jahres. Bei Ende des Jahres können wir nochmal drüber reden. Ob man dann vielleicht was Regelmäßiges einführen, aber bis Ende des Jahres wird es nicht sein, weil bis Ende des Jahres noch ein Gesetz existiert, was einem ziemliche Probleme beschafft, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt. Und die Regelmäßigkeit ist eine Sache, die ich eigentlich komplett nicht gemacht habe, nie gemacht habe, weil ich nie zu irgendwelchen Zeiten gestreamt habe oder so. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video-Stream und Gedöns wieder mit dabei. Und bis zum nächsten Mal, euer Drache und haut rein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Jetzt haben wir, das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.